Hallihallo, herzlich willkommen, heute mit Glitzer, Regen, Flimmerregen zu Weihnachten, ist ja schon bald. Heute gibt es wieder mal ein Kreativ-Talk mit mir, Claudi, und heute möchte ich mit euch eine einfache Weihnachtskarte malen, basteln, wie auch immer. Also, dann starten wir mal. Und zwar habe ich vor kurzem eigentlich war es nicht mal das Video, ich habe nur das Vorschaubild gesehen, als ich so auf YouTube, glaube ich, war das. Auf jeden Fall fand ich die Idee super süß und mir ist dann gleich die Idee dazu gekommen, ja, es wird langsam ein bisschen eng. Aber vielleicht braucht ihr ja noch so eine schnelle, hübsche, individuelle Weihnachtskarte. Und ja, die Wichtel, die sind ja immer beliebter und ich finde die super süß. Wirklich. Und ja, darum wollte ich mit euch ein kleines Tutorial machen, wie ihr eine einfache Weihnachtskarte noch schnell gestalten könnt, und ihr braucht dazu eigentlich gar nicht viel. Ich denke, ich werde jetzt da einfach mal mal Kaffee auf die Seite stellen. Könnt ihr auch, holt euch einen Kaffee, was zu trinken, einen Tee, was euch gerade so anspricht, und dann werde ich mal schnell die Kamera umschalten, damit ihr das auch dann gut sehen könnt. Also, was braucht ihr? Ich habe jetzt hier mir einen Aquarellblock bereitgestellt. Ihr könnt natürlich das Ganze auch ein bisschen kleiner wählen. Oder wenn ihr eine Karte habt, da dann einfach ausschneiden und auf die Karte passend kleben. Dazu müsstet ihr dann zuerst noch abmessen, damit ihr nicht zu groß seid. Gut, dann brauchen wir natürlich Aquarellfarben, Wasserfarbe geht auch, natürlich Wasser, Pinsel. Ich finde ja die Wassertankpinsel noch ziemlich cool, obwohl ich da eigentlich nie Wasser drin habe, aber irgendwie sind die liegen mir wirklich noch gut in der Hand. Ich habe jetzt hier einen dünneren und dickeren. Mal schauen, welchen ich brauchen werde. Einen Bleistift zum Vorzeichnen. Einen Gummi. Ich habe hier so einen beliebten Knetgummi. Genau. Und dann habe ich hier noch ein Washi-Tape zum es mir abkleben, damit ich dann so diesen Karten... Also einfach noch so ein bisschen einen Randeffekt bekomme. Dazu habe ich mir hier jetzt noch einen Gold-, Silber- und einen weißen Gel-Liner bereitgestellt und einen schwarzen Feinliner. Ob ich es dann wirklich brauche, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann merken. Also, let's go. Noch einen Schluck Kaffee. Und wer zuschaut, darf sich gerne melden. Ich freue mich immer über ein Hallo. Dürft auch gerne in die Kommentare schreiben. Das freut mein Künstlerherz immer sehr. So, also wir haben das Papier. Genau. Und das falte ich jetzt einfach in der Mitte. Ist zwar ziemlich dick, aber das macht nichts. Schöne große Karte. So. Da. Dann nehme ich mir hier das Washi-Tape. Schauen, dass ich da
ihr es dann auch wirklich seht, nicht, dass ich da an euch vorbeimale. Jetzt klebe ich mir hier so ungefähr ein Stückchen ab. Kann ich sie ja gleich auch auf dem Tisch festkleben. Einfach so, dass es ungefähr den gleichen Abstand hat zum Rand. Gut, dann Bleistift. Ich muss gleich mal schauen, wenn der Hund unterm Tisch liegt, damit ich hier nicht in die Haxen fahre. Also. Dann machen wir, gehen wir einfach mal so in der Mitte. Mal hier mal so ein, ich sag jetzt mal, abgerundetes Dreieck. Sieht so ein bisschen aus wie ein Pilz. Und dann entweder gibt es hier noch so ein Kuschelrand von der Kappe. Ich muss noch einzeichnen. Dann natürlich eine große Nase. Die Wichtel haben ja immer gerne Bart. Das wäre dann schon so der erste. Jetzt machen wir hier einfach noch ein paar mehr. Hier ist vielleicht die Kappe ein bisschen schräg. Vielleicht auch so ein bisschen wuscheliger der Bart. Muss ja nicht exakt sein, sondern nur so angedeutet, weil es wird ja dann sowieso wieder ein Stück weit wegradiert, damit man es nachher nicht mehr so sieht auf unter der Aquarellfarbe. Dann einfach ein bisschen verschieden. Hier sieht man vielleicht noch die Spüße. Machen wir hier noch einen kleineren. Dann haben wir unsere fünf kleinen Wichtel. Dazu können wir dann noch hier oben haben wir dann noch Platz. Für ein frohes Weihnachten. Das würde ich jetzt gar nicht mal so irgendwie spektakulär dann schreiben. Wenn es dir lieber ist, kannst du natürlich auch hier eine Linie vorziehen
uns dann schreiben. Und dann würde ich sagen, können wir dann schon an die Farben. Ich habe jetzt hier noch meinen zweiten, da habe ich noch Gold und Silber für den Fall. Und dann werden wir jetzt hier mal die Linien wieder ein bisschen wegradieren, dass sie noch ganz schwach zu sehen sind. Nachher dann nicht mehr groß auffallen, wenn wir drüber malen. Okay, hier habe ich den großen, nehme ich zuerst den großen und dann einfach in der Mitte oder auf der Seite. Ich beginne jetzt einfach mal hier nur mit Wasser, mich hier die ganze Mütze mal im ganzen Bereich Nässe und dann, was nehme ich dann für eine Farbe? Mal rot. Beginnen wir mal mit rot. Aber du kannst natürlich jede andere Farbe nehmen, die du möchtest. Und dann fahre ich hier einfach mal so den Konturen nach. Zweites Rot, mehr Pink. Und so machen wir das dann mit allen Hütchen. Ich male die hier nicht so akkurat aus, sondern lass mehr die Farbe fließen. So ein Haushaltspapier ist immer noch praktisch. Einfach auch zum den Pinsel trocken tupfen. Du kannst auch zuerst mit der Farbe. Dann mit Wasser das Ganze noch verdünnen.
Wenn wir die Hütchen haben, dann brauchen wir natürlich hier unten die Mäntelchen, brauchen natürlich auch noch eine Farbe. Am besten passend. Die Mützen. Hier mache ich auch so ein bisschen die Struktur für den Bart dann schon mal. Sind oben die Hütchen eigentlich trocken, dann können wir mit den Nasen weitermachen. Und dazu werde ich mir, ja, ich werde es mischen müssen, einen leichten Hautton. Ups, das war mein Stuhl. So habe ich jetzt hier Orange, Weiß, Ocker und Gelb. Und ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Stattdessen. Jo. Habe ich noch ein Ticken Rot. Die sind ja immer draußen, dann haben sie auch immer so ein bisschen rote Nase. Dazu tun. Damit die Bärte dann auch noch ein bisschen Struktur bekommen. Ein leichtes Grau und gehe dann nur so strichchenweise rein.
haben wir noch die Schuhe. Erwischt gehabt, so. Damit mir das dann nicht ins Geschenk läuft. So. Das Geschenk machen wir in genau. Violett. Und dann kommt Silber dazu. Dann hat das dann so einen richtig hübschen Metallic-Look. Kann man das überhaupt sehen? Wenn das da so glitzert und glänzt? Was fehlt denn jetzt noch? Der hat hier noch so den Mund offen, weil es ja schon ein schweres Geschenk war. Genau. Ja, ich würde sagen, unsere Wichtelchen sind soweit fertig. Wir können hier sonst noch die Puschel. Hier jetzt noch ein bisschen so mit Silber. Der kommt auch noch Silber. Können wir diesen leichten Goldton. Genau. Das wäre schon alles mit Wasserfarbe. Während das hier jetzt unten noch ein bisschen antrocknet, können wir uns der Schrift oben widmen. Hier würde ich, wie gesagt, auf ein schlichtes Design setzen. Immer schauen, damit ihr da nicht rüberkommt. Und dann wird die Farbe vermischt.
Punkte. Solche Sternchen. Langsam ist sie hier getrocknet. Dann kann ich hier noch die Schleife in dem Päckchen nachziehen. Gibt der jetzt nur noch so eine Schraube. Ich finde, das Silber passt gut zu dem Violett. Jetzt kann man noch ein bisschen auskorrigieren. Auch noch so ein bisschen Konturen. Muss auch nicht super exakt sein. Also gerade beim Bart und dem Puscheln von den Mützen und auch von den Mützen selber ist es gar nicht nötig. Hier klare, wirklich klare Linien vorhanden sind. Und wenn die Mützen da so ein bisschen einen Knick machen, auch hier, dann habe ich das noch so mit einer Falte, nenne ich es jetzt mal, angedeutet. Auch wieder. Und natürlich auch das Päckchen noch komplett.
wieder den weißen Gel-Liner. Wenn es euch hier und da noch ein bisschen zu viel ist. Ich glaube, ich habe einen leeren erwischt. Geht auch mit Silber. Einfach noch so ein bisschen, vielleicht hat sie mir noch so ein paar goldene Tropfen. Der hat hier vielleicht noch so einen kleinen Flicken. Einen anderen Stoffreste. Genau, und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch hier noch mit dem Silber. Ich nenne es jetzt mal Schneeflocken. Den größer. So, und Licht. Und dann natürlich nicht zu vergessen, eure Signatur. Auch wenn es nur ein Kärtchen ist, steht zu euren Werken. Und dann könnt ihr das Washi-Tape hier einfach abziehen. Ihr habt dann hier unten wirklich eine schöne Linie. Funktioniert auch, wenn ihr sagt, ihr würdet jetzt einen Hintergrund wollen. Genau. Wenn alles super getrocknet ist, dann könnt ihr natürlich hier noch die Bleistiftlinien, die da noch zu sehen wären, auch noch wegradieren. Und dann habt ihr euer Kärtchen. Ist jetzt ein bisschen groß, macht aber nichts. Manchmal hat man ja viel zu schreiben und viel zu erzählen. Und ja, ich finde, das sieht dann dekorativ so aufgestellt auch sehr hübsch aus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Tutorial. Eine ziemlich einfache Geschichte, wie ich finde. Aber es sieht doch schon wirklich hübsch aus. Mit zarten Farben. Gefällt mir sehr gut. Ich werde mir überlegen, ob ich sowas vielleicht für nächstes Jahr als Weihnachtskarte gestalten werde. Für in den Job. Mal schauen. Ja, und was gibt es denn sonst noch so? Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Mein erstes Buch. Büchlein. Büchlein ist da. Ich habe es mir mal ausgedruckt, natürlich. Tada! Biu hat natürlich was mit dem Adventskalender in dem Sinne zu tun, hat aber nicht, ist nicht ausschließlich für den Adventskalender, sondern es ist eigentlich das Begleitbuch zu den Kärtchen. Ihr könnt das Buch als E-Book kaufen. Den Link setze ich euch nachher gerade schnell rein. 10 Euro. Ist nicht die Welt.
Wer dann wirklich das Gefühl hat, er möchte die Kärtchen auch haben, gib mir einfach Bescheid und ich würde die dann verschicken. Kosten 25 Franken. Müsst ihr das mal noch umrechnen in Euro, aber das ist ungefähr werden es auch dann 25 € sein. Vielleicht mache ich noch einen Rabatt für die, die das Buch schon haben. Mal schauen. Meldet euch dann einfach, wenn es soweit ist. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch. Nee, ich habe noch was. Ich habe noch was. Und zwar, wo habe ich ihn? Ha, Moment. Ich muss da mal schnell durchgreifen. Durchgreifen. Wortspiel. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber. Also, ich hoffe ja, mein eigentliches Bullet Journal, das ich mir bestellt habe, das kommt noch dieses Jahr. Schauen. Aber ich habe hier. Also, das war schon. Was Neues ausprobiert. Und zwar nennt sich das. Foil Quill, ziemlich ein Zungenbrecher, und das sind solche Stifte. Hier bin ich da so ein bisschen tief. So. Das sind solche Stifte, die werden mittels USB, einen Stecker rein, einen Strom angeschlossen, erhitzt. Dann gibt es Folie dazu und dann kann man alles be Schreiben, zeichnen, folieren, wie auch immer man das nennen möchte. Wäre natürlich auch was für eine Weihnachtskarte. Da bin ich jetzt noch ein bisschen am Ausprobieren, wie das am besten geht. Also hier auf dem Buch, das klappt schon mal. Das hält auch. Geht nicht mehr weg. Dazu möchte ich dann auch noch was machen. Ich muss mal schauen, vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich viel. Mal schauen. Vielleicht Zeit oder gleich zum Jahreswechsel, zum Jahresbeginn, damit ich euch da noch auch noch ein kleines Video-Tutorial dazu machen kann. Ich finde, man kann unheimlich viele coole Projekte damit aufhübschen oder starten, weil es hält wirklich auf allem. Also ich habe es schon ausprobiert an meiner iPad-Hülle. Die ist so Kunstleder. Das geht. Bisschen tricky, aber es geht. Dieses Buch hier ist auch so, ich würde jetzt sagen, hat so eine Leinenoptik. Geht auch. Mein altes Schreibjournal wurde auch schon getestet, wie sich da verhält. Ich bin noch nicht 100% sicher in der Anwendung. Darum möchte ich noch ein bisschen ausprobieren, bevor ich euch da genaueres erkläre. Aber ich finde es eigentlich noch cool, diese Stifte. Und darum werde ich euch die mal noch zeigen. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles. Ich denke es. Und wie gesagt, gerne Herzchen. Kommentare, wie es euch gefallen hat, was euch gefehlt hat, was gut oder schlecht war. Egal. Ich freue mich über eine Reaktion von euch. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz schöne Festtage. Genießt die Zeit, egal was kommt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.